Ja, herzlich willkommen zu einem sehr aufwendigen Video. Ich mache ein Reaktionsvideo, was der Herr Lichtblick gemacht hat, gegessen hat. Ich glaube, er hieß mal anders, Lichtblick noch irgendwas, aber jetzt hat er nur noch Lichtblick. Was er so gegessen hat, ich möchte darauf reagieren, was er so gegessen hat. Ich habe mal ganz kurz reingesippt und habe schon ein, zwei Verbesserungsvorschläge vielleicht für euch. Und von daher an habt ihr auf jeden Fall auch Mehrwert, wenn ihr dran bleibt. Ich möchte hier niemanden schlecht machen oder sonst was. Ich habe momentan nicht so viel Zeit, weil ihr wisst, ich bin gerade in der Produktentwicklung sehr stark involviert. Unser Rohkost Bio-Keim-Müsli ist draußen. Es ist ein Sprossenkomplex rausgekommen aus B-Vitaminen, wo in Einweichwasser von den Sprossen sehr hoch Vitamine gegeben worden sind. Und diese Sprossen haben dieses Einweichwasser aufgesaugt und in organische Vitamine umgewandelt. Sehr spannend, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist schon seit Freitag online. Da kommt nächste Woche Freitag kommt neues. Jede Woche kommt jetzt ein neues Produkt. Von daher, ich habe viel zu tun. Von daher, so ein Video, einfaches Video für euch. Hier sicherlich auch jetzt sehr sinnvoll. Wir starten mal im Video. Ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. So, Leute, herzlich willkommen zu meinem Einkauf. Herzlich willkommen. Und Lidl-Einkauf. Ich habe wieder ein paar Sachen dazugelegt. Ja. Und so, dann haben wir einmal Nudeln, Kohlenhydrate. Nudeln, Kohlenhydrate. Also ich sehe hier... Bio-Weizennudeln, 100%. Low-Fat. Low-Fat, okay. Also, als allererstes, Weizen für mich jetzt nicht die erste Wahl... Eigentlich so gar nicht. Ich esse gar kein Weizen, 0,0. Ich habe auch damals ein Video gemacht, dass ich meine, dass gerade Gluten auch definitiv mitwirkend ist bei der Manifestation von Diabetes Typ 1, weil es natürlich Einfluss hat auf das Zonulin und die Tight Junction, das heißt die Öffnung deiner Darmkanäle, sodass Fragmente in die Blutbahn gelangen, die dort eigentlich nicht hin sollen und sie sehr ähneln, diese Peptide quasi, Tripeptide, die sehr ähnlich den Beta-Zellen sind, der Bauchspeicheldrüse, der Körper nicht unterscheiden kann und diese danach angreift. Von daher bin ich definitiv kein Fan von Weizen. Gerade ist, wenn man sich das Weizenkorn einfach mal anschaut, dann sieht man, dass das Weizenkorn dreimal so groß ist quasi und so dick ist wie das Roggenkorn noch. Ja? Von daher an, das Roggenkorn hat auch das Getreide tatsächlich mit am wenigsten Gluten, sogar noch weniger als Hafer. Und danach sieht man auch so die Züchtungsbedingungen natürlich, ne, vom Weizen. Weil das Weizen, wie gesagt, dreimal so dick wie das Roggenkorn. Natürlich auch viel mehr Gluten einfach. Ne? Natürlich warum? Weil dadurch natürlich alle ihre Gebäcke backen. Von daher rate ich hier streng eigentlich davon ab. Von daher kann ich dir, Herr Lichtblick, ich weiß gar nicht, wie du, Eugen heißt du, glaube ich, Eugen. Kann ich dir das hier empfehlen? Das ist sogar auch Bio, ja. Wenn du darauf Wert legst. Und zwar, das sind Süßkartoffeln, glutenfrei und vegan, ja. Glutenfrei, vegane Süßkartoffelnudeln, ja. So, wir haben hier auch, jetzt halte ich fest, Kollege, 0,5% Fett sogar nur haben die, ja. Richtig geil, weil du ja so Fettphobie quasi hast. Und da sind drinne 95% Bio-Süßkartoffeln und 5% Bio-Kurkuma. Ja, wirklich sehr geil, muss ich sagen. 86,4% Kohlenhydrate, das sind sogar noch mehr, als diese Nudeln haben. Und 3,1% Ballaststoffe, ich glaube, das ist sogar auch mehr, was Nudeln haben. Und ja, wenig Eiweiß und aber auch 1,5 Gramm schon Salz. Also ein bisschen Salz haben die auf jeden Fall schon drin. Ne? Das ist wichtig zu wissen, dann müsst ihr halt auch nicht mehr so viel nachsalzen, wer darauf achtet, ja? Ja, ansonsten 5 Minuten brauchen die nur, kann dann auch, müssen aber abgespült werden. Ich habe die einmal schon mal probiert. Und ja, die gibt es auch noch sehr geil hier in Lila, ja? Da gibt es dann auch noch, da sind dann noch violette Süßkartoffeln mit drin. Haben sogar noch 89,9% Kohlenhydrate, das heißt 90, ja? Also haben aber auch 0,8% Salz. Also das ist eine sehr, sehr gute Alternative, kann ich euch empfehlen. Die Firma heißt Just Taste. Ich habe keine Kooperation mit denen, aber ich muss sagen, wenn Menschen geile Sachen, geile Produkte entwickeln, ja, dann sage ich das auch. Ne? Das ist sogar ohne Fett, ja. Ja, Herr Lichtblick, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Eine gute Sache. Dann haben wir hier High-Fat Foods, Leinsamen, dann nochmal Leinsamen. Finde ich auch gut, dass er die Leinsamen ungeschrotet gekauft hat, weil beim Schrotungsprozess oxidieren diese natürlich. Sauerstoff ist schon
ja, ein richtiger Hooligan, ja, ein richtiges Radikal. Gerade diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben viele Oxidationsstellen, denn die Fette oxidieren immer an den Doppelbindungen, sodass diese Doppelbindungen dann halt eben ihre Konfiguration verlieren. Ne? Zu Cis, zu Trans wissen wir, weil Trans die günstigere Konfiguration ist. Beziehungsweise eigentlich passiert das vermehrt, wenn unter Therme, das heißt unter, wie sagt man, Thermik, Wärmeeinfluss, ja, weil dadurch wird die thermisch stabilere Konfiguration gebildet und das ist die Trans-Konfiguration. Ja. So. Dann habe ich hier Zucker, hatte Lidl im Angebot für 1,19 Euro, 2 Kilo. Ja, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man irgendwie einfach Zucker zu sich führt. Also einerseits Fett verteufelt, das ist ein isolierter Stoff, aber dann halt isoliertes Zucker halt irgendwie. Das wäre jetzt wahrscheinlich einiges eigenes Thema nochmal. Ich glaube, dass Olivenöl deutlich mehr oder Schwarzkümmelöl oder Algenöl oder sowas halt, Omega-3, deutlich mehr Vorteile aufweist als isolierter, raffinierter Zucker. Ich kann einfach empfehlen, vielleicht Dattelmehl, finde ich eine sehr gute Sache, hat auch sehr, sehr hohen Zuckeranteil natürlich, auf das Volumen gerechnet, ja, also Dattel- oder Feigenmehl, also wirklich in Bioqualität kriegt man das ja dann sogar auch, finde ich, ist eine super Alternative, da hast du dann vielleicht 30% weniger Kohlenhydrate oder sowas, weiß ich nicht, sowas um den Dreh. Aber hey, dann hast du dafür wenigstens noch Ballaststoffe und Vitamine und solche Sachen. Fände ich jetzt persönlich die bessere Alternative. Ich meine, wenn er den ganzen Zucker verbrennt, den er sich ja reinfährt, da diesen isolierten, dann wird sicherlich auch nicht verheerend sein. Ne? Also er sieht da schlank aus, von daher, ich denke nicht, dass er da Probleme hat. Ne? Das fette Teil dann natürlich direkt zugeschlagen. Ich hätte zwei davon kaufen sollen, um ehrlich zu sein. Dann hier nochmal meine Hand. Mit den fetten Gefäßen. Er macht mich schon ein bisschen an, muss ich sagen, die Hand mit diesen fetten Gefäßen. Da wäre ich schon ein bisschen wild, muss ich sagen. Und dann hier nochmal Bohnen, schwarze Bohnen. Die ich ja, schwarze Bohnen in Bioqualität, in Gefäßen, in Büchsen. Ja, ob diese Büchsen jetzt Stoffe absondern oder halt eben nicht, ist halt immer noch nicht so, ich weiß nicht, so richtige Marktcheck gibt es da noch nicht so, ne? Also ich weiß, es sind Legierungen, so, ne? Und die sind schon wirklich sehr stabil. Also das ist nicht so, dass da total viel Aluminium oder irgendwelche Metalle, von denen erfunden wird, da dann in den Essen zu finden, im Essen zu finden ist. Das ist halt nicht so, das sind Legierungen, die schon ziemlich stark sind. Was das Problem ist, achtet immer darauf, wenn ihr Büchsen kauft, die dürfen nicht eingedrückt sein. Wenn die eingedrückt sind, dann löst sich die Legierung, ja? Und dann natürlich auch die einzelne Inhaltsstoffe dieser Metalle, ja. So, also zu Bohnen, also ich empfehle immer Bohnen einweichen oder zu keimen, also empfehle ich wirklich immer, weil die Lektine dann deutlich nach unten gehen und also das Beste, was man machen kann, ist, wenn man auf gekochte Varianten hier geht, würde ich trotzdem vorher immer noch einmal ankeimen, also definitiv. Und aber wenn man auf die Schnelle, wenn es auf die Schnelle gehen muss, so welche Dosen zu Hause zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Immer kaufen, dann mein Lieblingseis, Rewe Zitronensorbet, zack. Okay, Zitronensorbet, blendet er nicht weiter ein, finde ich schade, Zitronensorbet, ich weiß nicht, was es ist, wahrscheinlich ist auch nochmal normaler Zucker einfach zugesetzt worden in dem Sorbet, finde ich auch immer sehr schade, weil sonst ist natürlich einfach nur Zitronensorbet, gefrorene Zitrone ist einfach nur sauer, würde keine Sau kaufen, von daher ist wahrscheinlich die erste Zutat auch Zucker in diesem Produkt, einfach Zucker, gut, wenn das alles verbrennt sofort, weil er Sportler ist, Hochleistungssportler, wie auch immer, wird er vielleicht keine Probleme haben. Für mich wäre jetzt nicht so die Wahl. Also ich finde, solche Sorbets sind ja, er hat ja einen Hochleistungsmixer. Kann man ja ganz einfach, könnte man ja auch sagen, irgendwie als Alternative sowas wie, ja Leute, wenn ihr sowas machen könnt, könnt ihr Zitrone nehmen, könnt ihr ein bisschen Dattelmehl quasi nehmen, ja. Oder halt normale Datteln eingeweicht in Wasserfeuer. Und dann könnte man sich daraus selbst in dem Mixer eben sehr leicht die gefrorenen Zitronen quasi zermixen mit ein bisschen Dattelmehl, ein bisschen Wasser vielleicht noch hinzu, vielleicht ein bisschen Bindemittel mit rein, Gurkhake-Mehl oder Johannesbrotkernmehl könnte man noch einmachen und schon hat man dieses Eis, das kann man auch sehr leicht einfach selbst nachmachen. Wenn ich jetzt nochmal schön, würde ich noch, hätte ich noch schön gefunden, noch als Ergänzung. Dann die besten Brötchen, die es gibt bei Rewe und bei Lidl gibt es die auch, habe ich gesehen, Kartoffelbrötchen,
müsst ihr euch mal reinziehen. Erstens, die sind vegan und die sind relativ clean. Also relativ clean, wenn man da immer pausiert bei Minute 1:07, dann sieht man, dass die erste Zutat auch wieder hier raffiniertes Weizenmehl einfach ist. Die Brötchen sind komplett weiß. Also das heißt, es ist wirklich raffiniertes Weizenmehl. Ich weiß nicht, ich gucke seine Videos jetzt so nicht, aber wahrscheinlich hat er in irgendeinem Video schon mal erklärt, dass raffiniertes Weizenmehl wahrscheinlich nicht so optimal ist. Von daher finde ich es jetzt ein bisschen widersprüchlich. Aber wird er sich wahrscheinlich jetzt nicht jeden Tag reinziehen oder so, ne? Aber was noch als Tipp geben kann, dass wenn du Weizenmehl konsumierst, gerade wenn du Getreide oder zuckerhaltige, stärkehaltige Dinge sehr hoch erhitzt, dann wissen wir alle, entsteht das, wenn es ein bisschen bräunlicher wird oder sowas, entsteht das Acrylamid, ja? So, und das Acrylamid ist, wir wissen alle, nicht gesund, ja? So gar nicht gesund. Es korreliert damit, es gibt Studien, die darauf andeuten, dass es dann doch krebsförderlich scheint. Und von daher an würde ich immer Sachen dazu konsumieren, die Acrylamid negieren. Ne? Das heißt, hemmende Stoffe dann halt eben, ne? Aufs Brötchen dann auch. Sowas wie Kurkuma mit ein bisschen was Fettigem halt irgendwas und vielleicht ein bisschen Pfeffer und solche Sachen würde ich immer dazu nehmen, dann hat man schon mal das Acrylamid wieder ein bisschen rausgecancelt, was man dann entstehen lässt bei dem Backprozess, ne? Weil das ist hier, steht ja auch drauf, 200 Grad oder sowas halt, ne? Man sagt so, ab 150 Grad entsteht dann halt das Acrylamid, ne? Aber guckt euch das mal an. Wo ist das hier? Ja, Nährwerte. Könnt ihr das sehen? Nährwerte. Fettgehalt 0,8. Zieht euch das mal rein, die sind mega. Ja, zieht ihr das hier mal rein. Fettgehalt 0,5, mein Freund, hier. Ja, Low Fat, das sind die fettärmsten Brötchen, die ich je gesehen habe. Ja, also wie gesagt, es gibt, glaube ich, bei Rossmann gibt es auf jeden Fall glutenfreies Brötchen. Das habe ich mal gesehen, die habe ich auch mal getestet. Ist aber schon ewig her. Aber die schmecken eigentlich ganz, die haben, glaube ich, ganz gut geschmeckt. Die waren echt, konnte man eigentlich nicht unterscheiden. Also bei Rossmann, hundertprozentig gibt es die bei Rossmann, da gibt es, glaube ich, zwei oder drei verschiedene sogar, auch mit Körnern und so auch drauf, glutenfreie Brötchen. Die könnte ich zum Beispiel empfehlen. Es gibt auch Brötchen mit 5 Gramm Fett auf 100 Gramm, die haben 0,8. Das ist schon der absolute Knallhammer. Dann hier Knallhammer. Zimt kaufe ich auch immer bei Lidl. Zimt würde ich zum Beispiel jetzt hier empfehlen, bei Amazon zu kaufen, in Bioqualität, ja. Dann habt ihr einfach ein Kilo, ein halbes Kilo, kommt auf jeden Fall deutlich billiger weg. Ist das Gute, Ceylon-Zimt, nicht Cassia. Cassia ist gefährlich. Rote Beete-Saft. Eigentlich ist alles gefährlich. Die Dosis macht ja immer das Gift. Rote Beete-Saft, finde ich, schmeckt, diesen gekochte Rote Beete-Saft, finde ich, schmeckt einfach fürchterlich. Geht für mich gar nicht. Ich kann wirklich empfehlen, Investition in den Safter. Also das hast du ein Leben lang und da hast du halt wirklich frischen Karottensaft, frischen Rote-Beete-Saft. Das sind einfach Welten, glaubt es mir. Und vor allen Dingen auch viele Wildkräuter, die man sonst nicht zu sich nehmen kann, essen kann, Brennnessel, diese ganzen Geschichten. Da sage ich gleich auch noch mal sowas zu. Die kann man sich einfach reinfahren, ja. Sonst ist es schwierig, die zu sich zu nehmen oder Disteln oder sowas. Ja, die kann man wunderbar entsaften. Das ist wunderbares Wildgemüse, Disteln. Sonst nicht essbar, in Safter kein Thema. Im Mixer mutig, ne? Da muss es schon Captain Hook sein. Dann haben wir hier einmal die Bio-Himbeeren und Bio-Heidelbeeren. Finde ich sehr geil, dass er die kauft. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, ich habe damals den Trend gesetzt mit diesen Bio-Heidelbeeren. Das ist vor 2,5 Jahren gewesen. Seitdem haben die richtig alle Märkte aufgestockt. Das war ein richtiger Hype, was ich jetzt damals entdeckt hatte. Das habe ich auch von jemandem gehabt, von einem Rohköstler, der nur Obst isst. Aber diese wilden Bio-Heidelbeeren, das ist der Wahnsinn. Die finde ich mega geil. Leute, kauft die hier, die er hier zeigt. Das sind ist einfach ein Mega-Produkt. Mit Joghurt finde ich die super gut, also mit Pflanzenjoghurt. Finde ich die einfach mega gut. Wichtig ist, da sind sehr viel fettlösliche Substanzen auch drin, immer ein bisschen Fett dazu essen. Ja, ich empfehle auf jeden Fall Macadamianüsse als Nummer 1, sag ich mal. Ja, oder Hanfsamen. Hanfsamen sind auch gut. Ja, kann man sogar leicht ankeimen. Was ist noch gut? Leinsamen, geschrotete ist auch sicherlich gut. Ja, so die drei Sachen würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Kürbiskerne gehen auch sehr gut. Habe ich hier eine offene Schale Erdbeeren gekauft, waren
Keine so gute Idee, sind gerade im Rucksack rumgeflogen. Nicht nur deswegen, Lichtblick, ist das eine schlechte Idee gewesen. Und zwar, schaut mal hier, warte mal, ich habe das auch schon mal rausgesucht. Und zwar Marktcheck, schaut euch mal das hier an. Wie gut sind Erdbeeren aus dem Supermarkt? Marktcheck SWR. Checkt das mal ab, eine sehr gute Reportage, die habe ich mir auf jeden Fall auch gestern einverleibt. Und ich muss sagen, solche Videos würde ich auch gerne mal in Zukunft machen. Dafür muss ich natürlich irgendwann mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal der Fall sein. Da würde ich nämlich auch solche Videos für euch machen, dass ich Produkte kaufen werde und die dann auch in Labore schicken werde und solche Sachen. Und ich meine, ich weiß mittlerweile schon so, was abgeht mit vielen Produkten. Das darf ich aber nicht alles sagen. Und weil wir das schon natürlich bei uns auch machen und prüfen und so. Und wir wissen, wie viele Rohstoffe einfach ja nicht so prickelnd sind. Und das ist sehr spannend, weil zeigen die wirklich, dass nur die Bio-Erdbeeren auch dann keine Pestizide hatten. Und da waren, ich weiß nicht von welcher Marke, von welchem Discounter, aber da waren manchmal 9 verschiedene Pestizide auf der einer Erdbeere. Überlegt ihr das einfach mal, 9 verschiedene. Leute, ich sage es euch, bevor ihr sowas kauft, ja, das sind Genussmittel, ja, wenn ihr so ein bisschen was Süße haben wollt, kauft euch ein gutes, wirklich ein gutes Ribonosid, das heißt ein Stevia-Extrakt, ja. So könnt ihr euren Joghurt sehr leicht einfach ein bisschen süßen, wenn ihr auf diese Süße steht. Die Vitamine, die in diesen Erdbeeren drin sind, ja, da ist fast nicht mehr viel drin, das wissen wir ja, ja. Circa 8% von dem noch, was vor 30 Jahren da drin war, ja. Und diese ganzen Pestizide und solche Sachen, ja, kauft euch lieber eine Schale davon statt zwei, aber dann halt in Bio-Qualität. Macht vielleicht ein bisschen Stevia dran, habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Süße dran habt und geht nach draußen und sammelt euch ein bisschen Wildgrün. Da habt ihr nämlich 10-mal die Vitamine, die ihr normalerweise von der zweiten Schale gehabt hättet. Und da seid ihr auf der sicheren Seite. Aber diese ganzen, das Problem mit diesen Pestiziden ist, ich sag euch das, die Pestizide sind antimikrobial. Das heißt, die wollen nicht, dass irgendwas auf den Erdbeeren lebt. Ja? Logisch. So. Und natürlich, was meinst du denn, was mit deiner Darmflora passiert? Ja, so. Was meinst du denn, was diese Pflanzenschutzmittel alles so für Aufgaben haben? Ja, so. Und da wurden natürlich auch Bakterien und solche Sachen getestet, alles Mögliche, ja. Natürlich waren die alle in den Normen drin, ja. Aber hey, wenn ich da 9 verschiedene Pestizide habe, das muss dann auch nicht mehr sein, wenn alle auf den Normen sind. Was ist denn mit der Summe dann, die dementsprechend dann da drauf ist? Versteht ihr, was ich meine, wenn ihr die alle zusammen addiert? Ja, jeder Einzelne ist in den Normen, ja. Aber wenn du dann 100 verschiedene hast, ja, dann hast du dann auch mehr Pestizide als Erdbeere dann noch im Endeffekt, ne? Ja, aber im Endeffekt würde ich sagen, ist nicht, ich würde niemals, also ich würde wirklich sehr selten zu Nicht-Bio-Produkten raten, also wirklich nicht. Also das ist, und wenn ja, dann immer prüfen. Zum Beispiel haben wir jetzt auch bald, bilden wir an, Zink aus einer bestimmten Pflanze, ne? So, extrahiert, so. Und das ist quasi eine bestimmte Pflanzenextrakt und da ist dann sehr hoch Zink konzentriert, sodass ihr organischen Zink habt. Ne? Das bieten wir bald auch an, kommt bald in, einen Monat oder sowas raus. Und das gibt es zum Beispiel auch nicht im Bio, weil das wilde Blätter waren, die gesammelt worden sind. So, ne? Wildwuchs. So, aber trotzdem machen wir es dann immer so, wir schicken die da auf jeden Fall immer noch ins Labor und machen dann auch Pestizide und solche Tests halt, ne? So. Also jedes unserer Dingens ist auf jeden Fall immer geprüft, ne? Dann haben wir hier nochmal Vollkornnudeln. Dann hier noch ein super leckeres Eis. Cassis. Kennt ihr Cassis? Es hat auch wieder nicht Bio, finde ich jetzt nicht optimal. Eis gibt es eigentlich fast nicht in Bio, von daher fällt es für mich komplett raus. Ich kaufe mir die Früchte in Bio. Ich meine, er hat sich diese Heidelbeeren gekauft. Wenn du die einfach in den Mixer schmeißen würdest, Eugen, dann ein bisschen minimal Stevia dran machen würdest, ja, dann wird genauso schmecken. Und diese Gurkhake-Mehl oder was da noch drin ist und Johannesbrettkernmehl, das kannst du überall kaufen. In Bio-Qualität, dann hast du das Eis quasi selbst gemacht, dann hast du das Eis selbst gemacht in Bio-Qualität und fertig. Schwarze Johannisbeere, könnt ihr auch sehen, das ist immer das Eis, was ich esse. Was ich hier sehe, ist auch eher nicht optimal, das klingt alles voll negativ, was ich hier sage, so, ne? Ist es aber gar nicht, ich finde das voll toll, dass er das alles so zeigt, aber ich versuche einfach nur so ein paar Sachen, die man vielleicht noch optimieren könnte oder sowas halt, die man vielleicht dazu sagen könnte. Ich meine, ich bin ja auch nicht perfekt. Ich esse ja auch nicht immer nur Rohkost. Guck mal, ich habe ja auch letztes Mal diese Nudeln, oder ich habe die hier zu Hause. Ab und zu esse ich, ziehe ich mir auch mal sowas rein, wenn ich Bock auf was Warmes habe. Ja, ich esse auch nicht perfekt und Dingens. Das finde ich auch authentisch, dass er das alles so zeigt. Das finde ich total gut, ja, dass er es so macht, ja. Aber vielleicht immer noch so eine Alternative im Petto haben für die, die so ein bisschen krasser unterwegs sind, finde ich immer noch eine gute Sache. Hier sieht man aber auch, die zweite Zutat ist sofort wieder raffinierter Zucker halt, ja. Das finde ich wieder sehr, sehr schade. Und wir sehen auch
Glucose-Fructose-Sirup, ja, das heißt isolierte Fructose. Und das finde ich jetzt schon bedenklich, weil, warte mal, schau mal hier rein, ich habe mir auch mal was rausgesucht. Weil, was man wissen muss, ist, dass die Glucose, seht ihr zum Beispiel hier auch in diesem Paper von 2017, dass Glucose, dass die Fructose hauptsächlich, es gibt keine Rezeptoren für Fructose. Fructose ist im Körper eigentlich völlig egal. Das brauchst du nicht. Das ist nicht essentiell für den Körper. Summa summarum, juckt's nicht. So. Was passiert? Die Fructose wird über Osmose quasi in das Blut transportiert. Ja? Was ist Osmose? Konzentrationsgradient. Ja? Je nachdem. Das ist passiert auch das, wenn deine Hände schrumpelig werden in der Badewanne halt, ja? Weil du Flüssigkeit verlierst, um das auszugleichen, weil der Konzentrationsunterschied ist im Badewasser zu deinem eigentlichen hier, ja? Oder warum Bäume sterben, wenn man Streusalz streut, weil die das Wasser verlieren. Ist egal. Auf jeden Fall, das weiß. Ihr wisst aber, was ich meine, was Osmose ist. Ich will jetzt nicht ausschweifen, das Video ist schon wieder Meter lang. Und, deswegen über die, es gibt bestimmte Glukosetransporter, Glut 5 und Glut 2 und darüber kommt auch die Fructose mit. So, das heißt, wenn du irgendwann, du musst das Volumen, das Lumen quasi vorstellen, Darm, ja? So, hier kommt Fructose lang und auf der Seite ist keine Fructose, also fließt die Fructose rüber, bis auf beiden Seiten isotonisch genug, ja, Fructose ist. Wenn hier die Fructose genauso hoch ist wie hier, fließt die übergängige Fructose einfach nach unten. Und was passiert? Du hast einen Fructoseüberschuss. Und was die Darmbakterien damit so alles anstellen und was du Darmbakterien, du die dann züchtest, die du nicht haben willst, das steht außer Form. Und von daher, wenn du keine Ballaststoffe daran gebunden hast, und das ist nun mal bei Sirup von Fructose der Fall, dann passiert das sehr schnell, dass diese beiden gleich sind. Der Rest zischt einfach nach unten und macht dann unangenehme Dinge. Also es gibt Fructokorn-Sirup, wisst man alle, das ist, ich will es fast so nennen, für mich persönlich ist es Gift halt so, ne? Von daher ist halt nicht optimal, ne? Sicher, ich weiß nicht, wie viel da drin ist, aber ja. Was aber sehr geil ist, ist der Farbstoff, sind Anthocyane. Das finde ich sehr geil. Das sind ja sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist schon mal ganz cool. Fast fettfrei. Das ja, ist es klar. Das genau wie das Sorbet, das ist auch wahrscheinlich. Ach, jetzt zeigt er die Inhaltsstoffe. Mal gucken. Ah, ich spule mal zurück. Ich wette, die erste Zutat ist Zucker. Das ist auch wahrscheinlich. Wasser. Ne, warte mal. Zitronensaft ist die erste Zutat. Und dann Bio-Rohrzucker. Cool, immerhin. Ne, dann ist die zweite Zutat ist quasi Zucker. Okay. Naja, gut, immerhin. Gucken wir mal. Auch noch. Alles bis jetzt, alles bis auf die Leinsamen, ziemlich fettfrei. Genauso wie es sein soll. Genauso wie es sein soll. Ich finde, meines Erachtens muss es nicht so sein. Ich finde, dass einfach ungesättigte Fettsäuren mit das bereicherndste überhaupt sind. Also das sagt auch der Professor für die Langlebigkeit, ich vergesse mal seinen Namen, Sinclair, dass die einfach ungesättigten Fettsäuren einfach das sind, was das Leben verlängert, ja, sieht man ja auch in der Mediterran-Diät, die ja immer dieses Olivenöl dann später über das Essen machen halt, ne? Also ich glaube, das sind, warum Olivenöl, es kommt nicht auf das Olivenöl spezifisch an, sondern auf die einfach ungesättigten Fettsäuren da drin halt, ne? Und ich glaube, dass Oliven und Macadamianüsse und solche Sachen schon was sehr, sehr, was einfach mega wichtig ist, oder Avocados. Pizza. Pizza wieder. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas Räudiges kaufen. Finde ich eigentlich eine geile Sache von euch, muss man ganz klar sagen. Normalerweise, die meisten Leute hätten diese Pizza halt nicht gezeigt. Von daher, Props an Eugen, der diese Pizza einfach mal so raushasselt, finde ich schon eine geile Sache. Muss ich wirklich sagen, finde ich super authentisch von dir, Eugen. Finde ich gut. Klar, das ist jetzt auch wieder Weizenmehl und so weiter, dies, das, da. Also auch wenig Fett. Ich finde es schon mal wichtig, dass er darauf immer sagt, Fett, weil meistens ist es so, dass in wenig veganen Produkten ja auch nicht gesättigte Fette verwendet werden, sondern ungesättigte Fette. Und wenn die dann erhitzt werden, dann wissen wir alle, entstehen die Transfettsäuren. Von daher ist es schon wichtig, auch darauf ein bisschen zu achten, gerade bei den veganen Produkten, dass die, bei den verarbeiteten veganen Produkten, dass die relativ wenig Fett haben. Ne? Von daher, das ist schon richtig, was er sagt. Die hatten da Beyond Meat, kennt ihr ja. Beyond Meat habe ich übrigens auch mal gegessen, dieses
dieses vegane Burger-Patty, das habe ich sogar schon zweimal gegessen. Einmal im Restaurant und einmal habe ich es hier gemacht. Schmeckt wirklich krass. Schmeckt wirklich sehr, sehr krass und schmeckt auch gut, muss ich sagen. Für mich zu lecker, kennt ihr das? Wenn etwas zu krass einfach schon schmeckt. Aber für die Otto Normalverbraucher ein geiles Produkt auf jeden Fall. Also ich habe das schon, wie gesagt, ne, beim Grillen habe ich es auch schon mal gegessen, wo ich eingeladen war. Ja. Also das ist ein gutes Produkt, also vom Also Geschmack noch her. So Inhaltsstoffe weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. 19 Gramm Fett auf 100 Gramm. Und dann hatten die von Lidl diese Burger Patties mit 6 Gramm. Also schon mal viel, viel besser. Aber natürlich an die Pizza kommt niemand dran. Kann man aktuell nicht zoomen, weil ich wieder auf 60 FPS aufnehme. 2,7 Gramm Fett auf 100 Gramm. Das ist die Pizza mit dem wenigsten Fettgehalt, die ich Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nie probiert, kann ich nichts zu sagen. kenne. Dann Barbecue-Soße hatten die im Angebot, habe ich auch zugeschlagen. Ich wollte mir heute Burger machen. Richtig geile Burger Ist mit. halt auch räudig, aber er sagt es halt einfach auch und es ist einfach menschlich, ja. Muss man einfach sagen, keiner isst immer hundertprozentig akkurat und perfekt und solche Sachen finde ich jetzt legitim halt, ne? Tofu. Tofu würde ich halt immer Tempeh drüber nehmen, Das habe ich auch gekauft. Knoblauch. aber es ist auch nicht schlecht oder so. Tofu ist für mich kein schlechtes Produkt, ne? Definitiv Dann. nicht. Knoblauch hätte ich auch Bio genommen, ist jetzt nicht so viel teurer, weil ich habe echt Angst vor den Pestiziden. Manche sind da vielleicht ein bisschen schmerzfreier. Karottensaft, das gleiche. Eugen, hol dir einen Entsafter ohne Scheiß. Dann musst du dieses räudige, Karotten, gepanschte, gehitzte Zeug nicht reinziehen. Bio-Karottensaft. Paprika. Dann so. Paprika muss man immer gucken, ob die nicht kaputt sind. Ohne Scheiß. Einmal oft oben oder unten sind die so ein bisschen matschig schon. Und dann geht der Schimmel rein und dann machst du sie auf, dann denkst du direkt Halleluja. Milch. Sojamilch, Vanille. Die hat wahrscheinlich auch sehr viel Zucker zugesetzt. Ja, ich finde es einfacher, wenn man sich diese Milch mit bisschen Stevia, ohne Scheiß, glaubt es mir, minimal Stevia, ganz, ganz wenig, darf nicht zu viel, es kommt dieser eklige Geschmack, aber so ganz, ganz wenig, das imitiert so gut Zucker mittlerweile, also Ist finde mir ich wirklich gut. aufgegangen. Finde ich wirklich gut. Nochmal Bio-Karottensaft. Ja, also Karottensaft ist halt okay so, aber kommt schon ein bisschen gleich mit Fruchtsäften. Ist halt schon sehr, also ohne Ballaststoffe, viel Zucker, bin ich halt nicht so der größte Fan, aber ist immer noch besser als diesen raffinierten Zucker da, ne? Nochmal Sojajoghurt. Also ja, dringend meinst du, das ich versprochen. Sojamilch meine ich, nicht Genau. Sojajoghurt. Hat aber auch sehr viel Eiweiß, diese Sojamilch hier, die er zeigt. Das ist schon nicht so schlecht, ne? Dann hatte ich darauf Lust. Gurken. Gürkchen. Würde ich aber auch, ey, hol dir das in Bio, hol dir das in Bio, du holst dir die Pestizide in den Körper, ehrlich. Gurkensticks. Ich mag die Sticks Habe ich ewig nicht am gegessen, liebsten. aber Ich ist auf wasche jeden die Fall lecker. immer ab. Also ich hole immer ein Stück raus, wasche es ab und dann esse ich das. Da tue es halt in den Teller. Und das, genau, da ist noch eine Erdbeere am Rumrollen. Und das war's eigentlich. Alles Ja, Klärchen. jetzt habe ich das egal. Dankeschön für deine So, Einblicke. das ist mein Sehr Einkauf. ehrlicher Einkauf, würde ich sagen, von Eugen. Sehr authentischer Einkauf. Ein paar Sachen kann man substituieren, finde ich. Ja, also mir fehlt ein bisschen Gemüse, muss ich sagen. Könnt ihr sehen? Es sind nur Paprika jetzt dabei. Ja. Sieht ganz gut aus. Also wenn ihr auf Biogemüse ist so teuer, kauft euch gefrorenes, ohne Scheiß. Kauft euch gefrorenes Biogemüse, ist viel, viel besser. Ziemlich gesund, bis auf die Pizza eigentlich. Und die Barbecue-Soße. Und das Nicht-Bio-Eis. Und die Weizenbrötchen. Und der raffinierte Zucker. Ja, die Pizza ist das Einzige, was hier nicht gesund ist. Ansonsten alles clean und gesund. Ich weiß nicht, wie man jetzt raffinierten Zucker als clean und gesund beschreiben kann. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es jetzt nicht. Also, wenn du es wirklich verbrennst und du siehst ja echt schlank aus und so weiter, ich denke nicht, dass es dir schaden wird, ja, aber keine Ahnung. Ich denke auch, dass dieser Dattelzucker dir Benefit wäre halt, ne? Nice. Ich freue mich auf die Burger. Genau, ich werde da auch die Gürkchen reintun.
Habe ich voll Bock drauf. So sieht's aus, Leute. Das war wieder mal ein Einkauf von mir. Ja, danke Eugen für die Einblicke. Sehr ehrlicher Einkauf von dir. Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Sachen dazu sagen, die vielleicht den einen oder anderen auch nochmal, ja, wie gesagt, umstimmen oder wie auch immer. Ja, Dankeschön fürs Zusehen. Ich sollte auf keinen Fall jetzt irgendwie gegen Eugen irgendwas sein oder sowas halt. War einfach nur meine persönliche Meinung dazu, ja. Ey, 30 Minuten, wie kann man in 30 Minuten labern für ein 5-Minuten-Video, Patrick? Ey, ich schwör's dir, ey. Du bist so ein Opfer. Okay, Dankeschön fürs Zusehen. Ich muss auch jetzt los, ne? Bis dahin.